Leute, ich hänge mit den News leider ein wenig hinterher, weil ich jetzt die letzten Tage flach gelegen habe, krank war. Ich habe mich bei meinem Sohnemann angesteckt. Jetzt geht es mir doch ein Stück weit besser und ich kann euch mit neuen Informationen füttern. Das meiste werdet ihr wahrscheinlich schon wissen, inklusive dem Stories vom The Outlands Trailer vom Donnerstag. Den werdet ihr wahrscheinlich gesehen haben. Den werde ich jetzt hier nicht hinten dranhängen, aber es geht mitunter um diesen Trailer, der bestätigt nämlich die neuen geleakten Fähigkeiten für Conduit, die neue Legende in Season 19. Es gibt nämlich völlig neue geleakte Fähigkeiten, das habe ich vor ein bisschen über einer Woche gezeigt und der Trailer, der bestätigt, dass es etwas mit den Titan-Batterien zu tun hat. Ich blende den Trailer einfach mal ein. Hier ist er, beziehungsweise nur ein Stück davon und hier sehen wir, wie eine zerstörte Titan-Batterie, an der sie sich quasi ihre Fähigkeit wahrscheinlich holt. Sie berührt diese Titanfähigkeit und ihr Körper wird wahrscheinlich mit dieser Fähigkeit durchzogen. Und das bestätigt mitunter jetzt endlich die Fähigkeiten für Conduit. Ich blende euch das Video für die ganzen Fähigkeiten nochmal ein, außer die ultimative Fähigkeit. Die kann ich euch jetzt hier gleich nochmal sagen. Und unten rechts an dem Bild hier unten seht ihr auch die zwei Titan-Batterien. Die werden wahrscheinlich nicht genauso aussehen, wie wir es aus Titanfall kennen oder ihr. Ich habe Titanfall nie gespielt. Aber an ihrer Hüfte sind zwei solche kleinen Mini-Titan-Batterien befestigt und mit denen kannst du Wege blockieren. Die explodieren dann, wenn die Gegner durchlaufen. Die Gegner werden gestunt. Ich gehe davon aus, dass die natürlich auch Schaden nehmen. Und das Besondere ist, die Dinger kannst du wohl nicht zerstören. Das heißt, wenn du die taktisch klug einsetzt, können Gegner es nicht verhindern, nicht gestunt zu werden. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen mit dem, was ich jetzt hier so verwirrenderweise sage. Und hier oben rechts, dieses komische Fluggerät, was so ein bisschen wie so eine Kryptodrohne aussieht, da blende ich euch mal dieses Bild ein. Davon hat sie zwei Teile. Die kann sie lösen und das scheinen die Teile zu sein, mit der du taktisch Teammates 25 Schildlebenspunkte von dir abdrücken kannst. Teammates müssen aber in der Nähe sein. Schaut euch dennoch noch dieses Video an. Gibt nämlich eine völlig neue passive Fähigkeit von Conduit, die sehr interessant klingt. Ich bin gespannt, ob das eine dauerhafte Geschichte ist. Schaut es euch an, da werdet ihr auf jeden Fall wissen, wovon ich rede. Und jetzt möchte ich einmal ganz kurz auf dem Battle Pass wechseln. Denn ihr wisst vielleicht, wer mich regelmäßig verfolgt, ich habe ein bisschen Kritik geübt daran, dass EA oder Respawn jetzt auf einmal einen Vorbesteller-Battle Pass anbietet. Den könnt ihr euch jetzt zulegen und jeder, der sich den sowieso immer holt, egal wie bescheiden der Inhalt ist, der kann definitiv jetzt zugreifen. Ist meine Meinung, denn wir sehen vorab schon mal, was wir bekommen. Und meine ursprüngliche Vermutung war nämlich, wenn wir den Battle Pass vorbestellen, kostet der vielleicht sogar mehr, was Gott sei Dank nicht der Fall ist. Ihr seht hier zwei verschiedene Varianten. Ihr habt den Premium Battle Pass, wo ihr wieder 25 Level schon oben drauf habt, wenn ihr Season 19 startet. Und wir haben den Standard für 950 Coins. Wenn ihr da drauf geht, seht ihr dieses Bild hier. Das zeigt einfach nur, was in der aktuellen Season zu holen ist. Wenn ihr euch den nämlich jetzt kauft, bekommt ihr nämlich 5 Level zusätzlich noch oben drauf. Kommt mir zugute, ich bin gerade mal Level 83. Ich würde dann auf Level 88 hochkommen. Ich werde mir den jetzt auch gleich zulegen. Das können wir für dieses Video mal noch vollständig mit reinbasteln. Und wenn wir uns das Bild genauer ansehen, dann sehen wir, was wir in der nächsten Season bekommen. Das ist quasi schon eine Art Vorschau. Wir bekommen einen epischen Watson-Skin, einen epischen G7-Skin. Dann bekommen wir den reaktiven Rampage-Skin. Zweimal, wieder Stufe 25 nehme ich an, Stufe 110, sollte klar sein. Und wir bekommen einen legendären Octane und einen legendären Rampart Skin. Das ist der Inhalt. Jetzt schauen wir noch mal ganz kurz hier. Level 83 bin ich jetzt. Jetzt holen wir uns der Gerät. Vorbestellen, Bündel kaufen. Yes. Jetzt sind wir wieder ein Stück ärmer. Und jetzt schauen wir mal. Level 88, alles klar, hat soweit funktioniert, super. Wenn ihr euch natürlich den Premium kauft, wie gesagt, bekommt ihr, ich bin jetzt völlig behindert, so,
Ja, okay, ist jetzt im Besitz. Jetzt könnte ich mir den Premium gar nicht mehr vorbestellen. Also überlegt vorher natürlich ganz genau, ihr könnt jetzt hier nicht mehr upgraden. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das wisst. Aber der Premium, wie gesagt, da startet ihr direkt schon ab Level 25, habt quasi schon den ersten reaktiven Skin freigeschaltet. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ladies and Gentlemen, ich kann vorab schon mal so mini, 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 mini spoilern, dass ich euch nächste Woche mit sehr interessanten Sachen füttern werde. Mit exklusiven Zeug, ich kann jetzt aber noch nicht drüber reden. Seid schon mal gespannt. Vergesst, wie gesagt, nicht zu abonnieren, denn ich werde zum Start von Season 19 wieder Coins in Höhe von 1000, 6700 und 11.500 Coins verlosen. Alles, was ihr tun müsst, auf jeden Fall auf YouTube abonnieren. Und der Rest erklärt sich dann von selbst, wenn es zu Season 19 dann auf YouTube losgeht, auf Twitch live gestreamt wird und so weiter und so fort. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Bis die Tage, haut rein, ciao.